Electrif.net, der Branchendienst für Elektromobilität. Mit freundlicher Unterstützung von CMS Hasche Siegle, weil Innovation ihr gutes Recht ist. Ja, bei mir jetzt Daniel Lautensack von ABB, zuständig für die Ladeinfrastruktur im deutschen Markt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da geht gerade richtig was los. Überall schießen so die DC-Charger aus dem Boden. Ist das so eine gefühlte Wahrnehmung oder geht es gerade auch real voran? Im Moment geht es real voran. Das heißt, das ganze Thema Investorensuche für das ganze Thema Ladeinfrastruktur hat Formen angenommen, definitiv. Und im Moment bewegt sich was im Markt, wobei wir im Moment wiederum ein Ungleichgewicht haben Richtung Ladeinfrastruktur. Jetzt müssen die Autos nachziehen, dass entsprechend auch die Investoren irgendwo sehen, dass hier die Ladeinfrastruktur auch frequentiert wird und dass man Business Case entsprechend erkennt. Okay, dann sprechen wir mal über die Details. Ja, im Hintergrund sehen wir jetzt das orangefarbene Kabel des chinesischen Steckers. Dahinter gerade reichlich Andrang an der Lösung für CCS und CHAdeMO. DC ist der große Treiber, DC ist auch Ihr Fokus, habe ich aber schon das Gefühl gerade. Ne? Definitiv ist DC Fokus der ABB. Wir denken, was im Moment auch erkennbar ist in der Automobilindustrie mit Ankündigungen wie Nissan Leaf, wie auch BMW i3 und e-Golf, dass die Batterien den Fahrzeugen kurzfristig größer werden und damit mit größeren Batterien wird das Thema DC-Laden, Schnellladen immer wichtiger, um eben entsprechend auch Mobilität und Flexibilität für die Fahrzeuge, für den Fahrer entsprechend gewährleisten zu können. Ja, wir reden ja in Deutschland schon alle über 150 kW, ja, so hinter vorgehaltener Hand oder inzwischen auch ein bisschen öffentlicher. Gibt es eigentlich irgendwo eine Obergrenze? Beim CCS ist da zumindest erstmal Schluss. Wo geht da die Reise hin? Wir haben eine physikalische Grenze. Das wird definitiv irgendwann der Stecker und das Kabel sein. Inwieweit können wir das Kabel, Stecker noch handeln, händig, oder müssen wir auf ein anderes System gehen? Aber im Moment sehen wir, dass wir mit heutiger Kabelstärke Stecker gegebenenfalls bis 100, 120 Kilowatt laden können. Und 150 ist noch im Test. Und man wird dann schauen, ob wir bei Stecker und Kabel in der Dimension bleiben können. Oder entsprechend andere Systeme, wie gegebenenfalls geflochtene Kabel und welche Möglichkeiten es da gibt, um das handelbar zu belassen. Im Moment sind ja diese richtig dicken Kabel und die entsprechend großen Stecker dazu schon eine Ansage. Ist das so auch der Weisheit letzter Schluss? Sehen wir das noch lange im Markt oder kommt da die Induktion dann irgendwann ins Spiel? Induktion, geteiltes Thema. Ich glaube, Induktion im High-Power-Bereich oder nennen wir es einfach im Bereich 20, 50 kW. 20 kW wird vielleicht kommen, 50 kW wird so ein ganz weiter Weg bis dahin. Wir kennen einige Aussagen, die heißen, alles, was über 11 kW im Fahrzeug geht, induktiv, bringt Probleme in der Fahrzeugsensorik. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es kommt. Aber wir denken, die nächsten 5 Jahre werden wir maximal 11 kW im Bereich induktiv sehen. Jetzt sind die Autos ja das eine. Wir sehen ja auch im Moment, dass viele Kommunen sich dann doch jetzt mit den Bussen beschäftigen. Große Nachfrage, die da entsteht. Wie ist ABB da aufgestellt? Ist das für Sie ein spannender Bereich? Definitiv. Busladen ist definitiv ein spannender Bereich. Es gibt Projekte, es gibt auch entsprechende Städte, die bereits eine klare Aussage dazu getroffen haben. Anschaffung oder emissionsfreies Fahren im öffentlichen Verkehr ab 2020 wird dann die Flotte komplett massiv umgestellt. Und das heißt dann, dass wir entsprechend Busse laden müssen mit wesentlich größeren Batterien, auch mit sehr, sehr schnellen Zeiten, um eben Wendezeiten, Umlaufzeiten entsprechend einhalten zu können. Gibt es zwei Dinge kristallisieren sich raus. Zum einen das Thema Laden auf der Strecke, Bus mit einer, sagen wir, mittelgroßen Batterie. Also direkt an der Haltestelle, kurz direkt ein, zwei Minuten? Haltestelle. Wir haben eher nicht direkt an der Haltestelle. Ich glaube, da haben wir zwar eine Lösung, die wir in Genf fahren, mit sogenannten Supercaps, aber das ist eine sehr exotische Lösung. Braucht man auch sehr viel Platz, entsprechend sehr viel Energie. Aber ich will mal sagen, das normale Busladen wird eher am sogenannten Um- oder am Wendepunkt stattfinden, wo der Bus eine Verweildauer hat, in der Regel von 7 bis 15 Minuten, wo dann entsprechend zwischengeladen wird. Die anderen Systeme sagen, ich starte den Bus aus mit einer größeren Batterie und gehe dann eben rein in das Thema Betriebshofladen, wo dann der Bus rein über Nacht geladen wird. Und auch dort haben wir entsprechende Systeme parat.
Und reden wir da in den nächsten Jahren schon über signifikante Stückzahlen oder ist das quasi jetzt alles im Aufbau und dann geht es irgendwie in 2, 3, 4, 5 Jahren los? Wir sind im Moment noch in der Standardisierungsphase, dass das Ladesystem standardisiert ist. Das heißt, dass ein x-beliebiger Bus in dieser Infrastruktur geladen werden kann. Ich gehe davon aus, dass wir Ende des Jahres, Anfang nächstes Jahres soweit sind. Und dann wird auch das Thema in die Masse gehen. Im Moment haben wir sehr viele Pilotprojekte, in denen noch getestet wird, auch gebenchmarkt wird, Wasserstoff gegen elektrisch, Hybridbusse dergleichen. Und das muss ich dann finden. Aber definitiv jetzt ab 2018 wird der Busmarkt definitiv anziehen. Ja, also dann hätten wir die Autos, dann haben wir die Busse. Was kommt denn als nächstes? Elektrische Stadtlieferung ist ja auch noch ein Bereich, der immer hart diskutiert wird und erwünscht ist. Träumen Sie davon auch? Also elektrische Lieferung sei dahingestellt, aber wo es definitiv weitergehen wird, auf den Schiffen, in der Seefahrt, vor allem in der Flussschifffahrt. Auch dort denkt man über Elektrifizierung nach. Im Moment wird dort sehr stark, setzt man auf Hybridantriebe. Das heißt, wir erzeugen Strom und treiben elektrischen Antrieb an. Aber es gibt auch schon Projekte, die ganz klar darüber nachdenken, die Flussschifffahrt komplett zu elektrifizieren, um den reinen, emissionsfreien Betrieb auf den Flüssen zu haben. ABB selbst hat im Bereich der Fähren bereits 5 Fähren komplett elektrifiziert, die heute den Betrieb schon aufgenommen haben im Raum Skandinavien. Also das Thema Elektromobilität findet nicht auf der Straße statt, sondern wirklich auf der Straße, auf dem Wasser und in der Luft. Denn auch Airbus war ja auch ein Announcement, ich glaube auch bei euch, bei electric.net, zum Thema, dass Airbus mit einem Flugzeug 15 Passagiere oder 12 Passagiere 150 Kilometer rein elektrisch geflogen ist. Also das sind Themen, die wirklich spannend sind. Also ich merke schon, ABB hat Spaß an der Elektromobilität. Definitiv. electric.net, der Branchendienst für Elektromobilität mit freundlicher Unterstützung von CMS Hasche Siegle, weil Innovation ihr gutes Recht ist.